Ja, hallo und herzlich willkommen zur Raw Review, die Raw-Ausgabe nach dem SummerSlam vom 22.08.2016. Erneut aus dem Barclays Center zum dritten Mal hintereinander wird wieder eine Show aus dem Barclays Center übertragen und an meiner Seite ist der Micha. Ja, guten Tag zu dieser traurigen Raw-Ausgabe. Ja, traurig hast du ja schon angesprochen. Eine positive Sache kann man am Anfang direkt mal ansprechen, und zwar die Stage hat ja quasi genau die gleiche wie beim SummerSlam, was auch mal sehr, sehr interessant ist. Ja, gut. Ob das jetzt gut ist oder nicht, naja, war halt da. Ja, ah, fand ich aber auch schön, also fand ich mal ein bisschen abwechslungsreich. Dann, ja, Raw hat ja, wir haben ja kurz vor Raw noch die SummerSlam-Review aufgenommen und haben ja über die Verletzung von Finn Balor gesprochen, dass wir gehofft haben, dass nichts Schlimmes wird und Titel nicht abgeben muss. Jedoch ist dann vor der Raw bekannt gegeben worden, via Twitter von der WWE als auch von Mick Foley, dass Finn Balors Verletzung doch zu schlimm ist und er 4 bis 6 Monate ausfallen wird. Und daraufhin muss er leider seinen WWE Universal Title abgeben. Ja, in den Shows hat man 6 Monate gesagt. Aber die WWE sagt gerne längere Ausfallzeiten, weil es dann überraschender sein soll, wenn die Leute halt früher zurückkommen. Also 6 Monate ist halt wahrscheinlich schon das Maximale, wie lange er braucht, wenn überhaupt. Ich denke mal, er wird nach 4, 5 Monaten wieder am Start sein. Aber trotzdem ist es sehr schade. Gerade ins Main-Roster gekommen vor einem Monat oder so und jetzt direkt den Titel geholt beim ersten Pay-Per-View in einem ziemlich guten Match und ja, dann direkt verletzt, Titel wieder abgeben müssen und ja, einfach schade. Ja, gerade wenn man so überlegt, dass er eigentlich dann, ja, kann man das eigentlich sagen, den besten Push von NXT bekommen hat, also von den NXT-Superstars her und auch den krassesten. Gut, immerhin hat Kevin Owens John Cena in seinem ersten Pay-Per-View clean besiegt. Das stimmt. Okay, so haben wir vielleicht nicht den besten, aber einen der krassesten Pushes. Das kann man auf jeden Fall sagen. Und ja, dieser Push hat ein Ende. Jedoch, egal wie es jetzt aussieht, Finn Balor hat trotzdem Geschichte geschrieben mit seinem Sieg. Und das wird immer so bleiben. Das kann ihm jetzt erstmal keiner wegnehmen. Außer einer schafft es früher, den World Title zu gewinnen. Was aber relativ unwahrscheinlich ist, dass die WWE das jetzt öfters macht. Das haben sie jetzt mal bei Finn Balor gemacht. Haben sie meine auch richtig gemacht. Ihm den World Title gegeben. Aber ja, die Verletzung ist halt sehr, sehr unglücklich. Dafür kann auch ein Finn Balor nichts dafür. Das ist einfach blöd gelaufen. Genau, damit fing auch Raw an mit Michael Cole, der das uns nochmal erklärt hat, der gesagt hat, die Verletzung kam bei der Powerbomb in die Barrikade und haben dann gesagt, ja, 6 Monate fällt Seth Rollins aus und der Titel wird von ihm jetzt den GMs, / dem Commissioner, gegeben. Und dann kamen auch schon Stephanie McMahon und Mick Foley und Baylor natürlich, die Crowd hat Judy Servant gechantet und Baylor hat gesagt, dass er sein ganzes Leben auf diesen Moment hingearbeitet hat, also auf den Titelgewinn, nicht auf die Verletzung. Boah, das wäre hart. Ja, und er hat gesagt, dass man alles erreichen kann, wenn man an sich glaubt und letzte Nacht beim SummerSlam hat er das gezeigt, als er WWE Universal Champion geworden ist und ja, jetzt, und er hat sich auch dafür geopfert, um diesen Wunsch sich zu erfüllen, im wahrsten Sinne des Wortes, denn er ist verletzt und er muss den Titel abgeben und die Crowd hat dann noch Thank You Finn gechantet und er hat dann den Titel Mick Foley gegeben, beziehungsweise Mick Foley hat ihm den Titel abgenommen und Baylor ist dann langsam die Rampe hochgelaufen, bis die Musik von Seth Rollins kam, der einfach an Baylor vorbeigelaufen ist und ihn ausgelacht hat. Im Ring dann natürlich hat er gesagt, ey, es ist kein Moment, um traurig zu sein, lass uns doch feiern, ey Stephanie, wir hatten schon so viele Titel-Celebrations zusammen, da können wir ja jetzt sofort noch eine starten, gib mir den Titel, etc. Und dann kam Sami Zayn hinzu, dann kam Chris Jericho hinzu, dann kam Kevin Owens hinzu und dann kam Enzo und Cass hinzu. Ja, Enzo und Cass. Und dann kam noch Roman Reigns hinzu und die Fans haben dann noch für Heath Slater gechantet und Mick Foley hat dann alle Leute quasi zu allen Leuten gesagt, okay, ihr wollt alle ein Match, ihr wollt alle eine Chance auf den Titel, ihr werdet heute eine Matchserie haben und in der nächsten Woche werden wir in einem Fatal 4-Way-Match den neuen WWE Universal Champion krönen.
Und ja, das war die Opening-Promo, war wirklich schön. Erst natürlich traurig und dann wurde es ganz geil eigentlich auch so mit den Gestiken von allen. Seth Rollins hat, also immer wenn jemand dazu kam, dachte Seth Rollins nur, oh, what the fuck, was macht ihr denn hier alle? Ich wollte hier irgendwie den Titel haben und jetzt stehen hier sieben Leute auf einmal wieder da. Und Kevin Owens Mimik gerade, oder beziehungsweise Sami Zayn seine Mimik gerade, als Kevin Owens seine Musik kam, war auch sehr, sehr geil. Also es war eigentlich insgesamt ein ganz cooles Segment. Man hat es wieder clever gemacht, dass man jetzt einfach wieder einen Arsch voll Matches bei Raw bringen kann, die einen Sinn haben, dass sich auch keiner beschwert. Und ja, war eine schöne Anfangspromo. Ja, war auf jeden Fall eine schöne Anfangs. Erstmal natürlich ein bisschen traurig. Man hat auch Finn Bálor angemerkt, dass er es nicht wollte. So gerade als man den Titel abgenommen hat, hat man auch gesehen, oh Mann, ey, der Mann tut mir so leid. Ja, ich war schon erstmal ein bisschen traurig, wo ich mir dachte, komm, der hat erstmal seinen großen Moment gefeiert und so und so fort und dann muss er ihn schon wieder wegnehmen. Dann natürlich, ja, die Promo war natürlich schön gehalten von ihm. Also war nicht schlecht auf jeden Fall. Die Crowd war wenigstens gut. Das kann man auf jeden Fall mal anmerken, also besser als gestern. Ja, mit den Thank You Chants, You Deserve a Chance, das auf jeden Fall sehr gut gepasst hat und was er sich auf jeden Fall verdient hat. Ja, dann wie gesagt, der Titel abnehmen, Finn Bálor rausgegangen, dann Seth Rollins hat eine gute Heelarbeit gemacht. Dann kam Sami Zayn raus, wo ich dachte, geil, Sami Zayn gegen Seth Rollins. Dann kam Chris Jericho hinzu, und dachte mir so, okay. Vorhin noch, was der gemacht hat, Battle einfach nur. Also. Hat aber nicht ganz funktioniert. Dann Kevin Owens, wo ich mir dachte, geil, Fatal 4-Way Match, Number One Contender oder Fatal 4-Way Match, der wird der Champion. Dann kommen Enzo und Cass hinzu und denke ich mir so, alles klar, okay. Und Roman Reigns, wo ich mir auch dachte, den wollten wir auch sehen. Und dann denke ich mir so, wo bleibt ein Cesaro, wo bleibt ein Sheamus? Ja, die haben eine Match-Serie. Hätte man eine damit aufbauen können. Eine einbauen können, Ne, die theoretisch. WWE zieht es gefühlt ja bis zum Royal Rumble, weil sie heute nämlich wieder kein Match gegeneinander hatten, sondern für die nächste Woche wurde angekündigt. Ich sehe es schon kommen, es geht irgendwie bis zum Rumble, die Scheiße, weil sie nichts mit beiden vorhaben. Ja, das Lustige ist, dass alle eine Titelchance verdient haben. Letztendlich haben es nicht alle bekommen, denn Enzo hat kein Titelmatch bekommen. Ja, der war ja nur da wegen seinem Brother. Ja. Was ich auch merkwürdig finde, Neville war ja in dem Match drin und Rusev. Was auch nicht so viel Sinn ergibt, weil Rusev einfach der United States Champion ist. Und da denkt auch kein Mensch, okay, der wird jetzt direkt ins Finale kommen und dann vielleicht Champion werden. Vor allem waren die noch nicht mal am Anfang draußen. Ja, also das hat schon gewisse Logiklücken gegeben. Wenn jetzt mehrere rausgekommen wären, hätte es Sinn ergeben, aber man hat schon gemerkt, teilweise die Ansetzungen waren nicht schlecht, also die Ansetzungen haben natürlich Sinn ergeben, weil man halt für was gekämpft hat, das ist klar. Also wenn man jetzt bei jedem Match fragt, warum kämpfen die, das ist der Grund. Aber wenn man so die Anfangsrunde hin betrachtet, war das schon ein bisschen merkwürdig. Also die Match-Umsetzung war folgendermaßen. Erst kam Sami Zayn gegen Seth Rollins, dann kam Kevin Owens gegen Neville, dann später kam Big Cass gegen Rusev und dann Roman Reigns gegen Chris Jericho. Das waren die vier Matchpaarungen und da sieht man schon, dass ein Neville, dass ein Rusev nicht am Anfang dabei waren und ein Enzo nicht dabei. Natürlich, Enzo hätte ich jetzt auch keinen Titel gegeben, haben wir auch schon mal gesagt, dass Enzo keine Titelchance verdient hat. Aber wenn er auch schon mit rauskommt und alles, dann und auch Zeichen gegeben hat, nee, ich bin nur für Big Cass, er will auch da selber den Titel gewinnen, dann soll man es auch ein bisschen anständiger bucken, finde ich. Nö, das fand ich vollkommen in Ordnung mit Enzo. Geht. Also natürlich, dass Enzo keine Titelchance bekommen hat, fand ich okay, aber es war halt so für mich so eine kleine Logiklücke, die ich dachte, okay, ah, das war jetzt für mich zumindest nicht so geil, aber. Da denke ich mal, ist es ein bisschen Meckern auf hohem Niveau. Natürlich hat Da es. fand ich es insgesamt viel schlimmer, weil gestern immerhin die beiden verloren haben. Und das haben ja Chris Jericho und Kevin Owens auch deutlich gesagt, als die zwei rauskamen, dass die, die gestern besiegt haben, Stimmt dass eigentlich. die eigentlich überhaupt kein Recht auf irgendeine Chance haben. Ja, das muss man auch so sehen, ne? Aber. Na gut, es war der SummerSlam. Wen interessiert das schon, ne? Und Sami Zayn war in der Kickoff-Show. Ja. Und Neville auch. Auch wenn man sagen muss, theoretisch, Sami Zayn und Neville haben ja nicht verloren. Ja, ist doch scheißegal, die waren in der Kickoff-Show. Die Kickoff-Show ist für mich, da sind die Jobber. Die haben null Recht auf ein US-Title, auf ein Universal-Title-Match. Die haben nicht mal Recht auf ein US-Titel-Match. Ja, es ist die WWE. Muss man auch so sagen, ne? Ja.
Auf jeden Fall, ja. Cesaro und Sheamus, dass die nicht drin sind, konnte ich verstehen. Die werden ja irgendwie ihre Matchserie, wenn die vorbei ist, werden die ja ihre Titelchance kriegen. Auf was für einen Titel, weiß wieder kein Schwein, weil es wieder niemand erklärt hat. Sehr gut. Aber gut. Kommen wir zum ersten Match, das fand Auf dann den da gleich. Cruiserweight-Titel. Genau. Da wurden übrigens auch später die ersten Leute angekündigt. Aber gut. Ja. Erstes Match, was dann angekündigt wurde, Seth Rollins gegen Sami Zayn, fand sofort statt und der Gewinner ist im Fatal 4-Way-Match, welches nächste Woche stattfindet und Seth Rollins hat nach 13 Minuten gewonnen. Ziemlich gutes Match. Sami Zayn hat einen Move wieder mal gebotcht und hat sich dann das rechte Bein die ganze Zeit gehalten und hat es halt gesellt und beide haben eine schöne Story drum gemacht und ja, war echt schön und hat Spaß gemacht. Ja, ich habe ja die Raw Live gesehen und so weiter und so fort. Und als er diesen Ansatz, also als er diese Verletzung, habe ich erst so gedacht, oh nee, scheiße, nee. Hoffentlich hat er sich nicht ernsthaft verletzt. Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, so schlimm war die Verletzung doch nicht. Hat auf jeden Fall Sami Zayn sehr, sehr gut gesellt. Also so sellt man Verletzungen. Wenn man das sellen sollte, da sieht man einfach, was Sami Zayn für ein Talent ist. Natürlich, schade, dass er verloren hat. Ich hätte ihm gerne eine Titelchance gegönnt. Aber ja, dass er vor uns gewonnen hat, das war, denke ich mal, irgendwoher klar. Würde ich mal sagen, also damit habe ich zumindest ein bisschen gerechnet. Und ja, war ein schönes Match, 13 Minuten, schöne Match-Story erzählt, schöne Match-Qualität. Und ja, Seth Rollins hat gewonnen und ist damit ein, ja, sagen wir mal, qualifizierter Wrestler. Ne, der ist qualifiziert für nächste Woche, denn es wird ein Fatal 4-Way-Match geben. Und der Gewinner aus diesem Fatal 4-Way-Match wird neuer Universal Champion. Und Seth Rollins ist ein Teilnehmer, Sami Zayn ist damit quasi eliminiert. Was ich natürlich sehr, sehr schade finde, aber ich hoffe mal, dass er irgendwann mal ein World Title Match kriegt, weil er ist für mich ein Future World Champion. Ja, da kann ich absolut zustimmen, dass er ein Future World Champion ist. Er hat wieder mal hier bewiesen, dass er einfach im Ring auch grandios ist. Wie er halt wieder das Bein die ganze Zeit gesellt hat. Das war wieder super. Was Selling angeht, ist Sami Zayn einfach einer der geilsten in der ganzen WWE. Und gerade halt, was das Beatdown-Work, sage ich mal, angeht, also wenn er halt aufs Maul kriegt, er ist halt einfach extrem stark, was sowas angeht. Er kann die Underdog-Rolle extrem gut einnehmen. Und ja, wie gesagt, Match war wirklich schön. Ja, gerade wenn man so Szenen sieht, wie zum Beispiel, er macht ja immer seine Top Rope Plancher und normalerweise, wenn man die ausführt, dann, ja, tut man so, als würde das Bein wieder gehen, dann klappt das. Sami Zayn wollte es versuchen, hat es auch nicht geschafft und hat dann einfach einen anderen Topi Cornillo gezeigt, was trotzdem schön aussah, aber auch wieder gezeigt hat, wie gut er jetzt gesellt oder auch zum Ansatz zum Helluva Kick, der auch witzig aussah. Aber da sieht man einfach, wie grandios einfach ein Sami Zayn im Ring ist. Genau. Ja, da würde ich mal sagen, gehen wir direkt zu seinem Rivalen, denn es gab direkt das nächste Qualifying-Match und zwar Kevin Owens gegen Neville. Ja, das Match war okay. Ich fand das jetzt nicht so krass. Jericho hat sich dann also zwischendrin wieder eingemischt. Also man sieht die Story halt weiter. Und ja. War okay. Ging 9 Minuten, war nicht so gut wie der Opener. Owens hat sich natürlich qualifiziert. Ich finde es nur ein bisschen bedenklich, dass er mithilfe von Jericho sich nur qualifiziert hat, weil Neville hätte eigentlich so wegmachen müssen. Die WWE tut halt so, als hätte sie mit Neville doch was vor, aber das bezweifle ich mal ganz stark. War halt da. Ja, Kevin Owens hat gewonnen, ist damit der zweite Teilnehmer, der qualifiziert ist für das WWE Universal Championship Match. Und ja, finde ich auch ein bisschen bedenklich gewesen, dass Jericho da eingegriffen ist, weil ja, mein Gefühl das ein bisschen senkt, dass er wirklich Champion wird. Und so weiter und so fort. Dazu können wir mal am Ende drüber sprechen, wie wir denken, wer Champion sein könnte und so weiter und so fort. Aber ja. Kevin Owens hat sich hier durchgesetzt. Das Match fand ich für die Zeit nicht schlecht. War ein schönes Match, meiner Meinung nach. Und ja, Kevin Owens hat sich durchgesetzt und ist damit ein weiterer Teilnehmer. Genau, damit haben wir dann schon mit Seth Rollins und Kevin Owens für nächste Woche quasi fest im Match. Ja, zwei Heels schon mal erstmal. Und ja, dann gab es ja, wie gesagt, später noch Big Cass gegen Rusev und Roman Reigns gegen Chris Jericho. Und ja. Wenn man die WWE lang genug beobachtet, dann weiß man schon, wer eigentlich gewinnen wird.
Zumindest wusste ich auch schon zu diesem Finde ich Zeitpunkt. nicht. Also ich wusste, ich habe schon bei zu Achso, diesem Zeitpunkt schon du gewusst. meinst bei den Matches heute, oder was? Achso, ja. Das war gut, bei einem Match war ich mir nicht ganz so sicher, zu dem wir noch kommen, aber ja. Naja. Dann hatten wir New Day. Die hatten wieder ihre klassische Promo gehalten, haben jetzt drüber geredet, wie sie 365 Tage lang Champions sind, dass es ihre magische Zahl ist. Und ja, war da. Xavier Woods hat dann noch eine Piñata rausgeholt und Karl Anderson und Luke Gallows kamen dann noch hinzu und haben gesagt, dass sie sich fragen, warum sie zur Hölle feiern, denn immerhin haben sie gestern verloren gegen den Club und sie verlangen ein weiteres Rematch oder beziehungsweise halt ein weiteres Match um den Titel. Und Anderson hat gesagt, dass es stimmt, dass Kingston ruhig über Magic reden kann, denn immerhin hat er den Magic Killer ja gestern kassiert. Und ja, dann gab es als nächstes Match. Big E hat Karl Anderson in 3 Minuten getötet. Jo, so stellt man halt The Club da, ne? Das ist auf jeden Wunderschön. Fall sehr, sehr Wunderschön. schön. Ja, New Day jetzt ein Jahr Champion, haben wir letztes Jahr beim SummerSlam den Titel gewonnen und halten seitdem die Titel. 365 Tage, was auf jeden Fall krass ist, wenn man so überlegt, wie lange die jetzt schon Champion sind. Mal sehen, wie lang der Run sein wird. Vielleicht überholen sie sogar CM Punks Run. Nee. Ja, gut. Das glaube ich auch nicht, dass das Ganze passiert, aber Möglichkeit besteht ja. Ja. Und mal sehen, wie es aussieht. Ja, Promo war okay, fand ich nicht schlimm. Gallows und Anderson kamen auch raus, hat auch einen Sinn ergeben natürlich. Ja, das Match war kontraproduktiv für The Club, weil sie halt, oder weil man damit einfach gezeigt hat, dass Big E, ja, der Beste von allen beiden Tag Teams sind. Beste der Welt. Der Beste der Ja, Welt, genau. naja. Dann gab es, also das Match hatte übrigens auch null Heat, also da war überhaupt gar nichts los, aber verständlich, weil es einfach scheiße war. Hier fand ich es mal okay, dass die Crowd nicht so aktiv war. Ja, das war halt auch nicht gut. Dann haben wir Tweets gesehen, was vorher die Runde gegangen ist. Bubba Ray Dudley und D-Von Dudley haben angekündigt, dass sie heute retiren. Und ja, sind debütiert in einer SmackDown Tag Team Gauntlet. In einem SmackDown Tag Team Gauntlet Match im September 99, das hat man gezeigt. Und ja, wir werden dann später das Segment von denen sehen und die Retirement Speech quasi. Aber zuerst kam Titus O'Neil dann, der eine der schlechtesten Promos aller Zeiten gehalten hat. Der hat, ja, ich mache ihm keinen Vorwurf, weil wann hat er denn gefühlt mal Promo-Time gekriegt und jetzt muss er gleich 5 Minuten füllen. Und ja, das war extrem scheiße. Er hat halt gesagt, er hat sich übelst oft versprochen, das hat er gemacht. Und er hat gesagt, dass man nicht so viel, dass viele über New Day reden, in Bezug auf den SummerSlam im letzten Jahr, aber viele sollten über ihn reden und Darren Young, denn immerhin waren sie die Tag Team Champions und es war der beste Tag seines Lebens, weil immerhin hat der Darren Young da losgewonnen, er hat sich ja da von ihm gesplittet und dann hat, das hat er gesagt, dass wenn es nicht, dass wenn er nicht Darren Young an seiner Seite gehabt hätte, er wäre er schon lange Universal Champion. Und dann hat er Bob Backlund noch beleidigt und hat gesagt, dass Bob Backlund und Darren Young doch bitte rauskommen sollten. Und die Fans haben dann Heath Slater gechantet und dann war Stille und dann kam Bob Backlund herausgerannt und O'Neill hat ihn verprügelt. Der hat ihn richtig hart verprügelt, also der hat ihm einen richtig krassen Bodyslam gegeben. Hätte ich nicht gedacht, dass er den so wegschmeißt. Und dann kam Darren Young raus, hat geguckt, ob es Bob Backlund gut geht und Titus O'Neil hat dann noch Darren Young den Clash of the Titus gegeben und das Segment endete glücklicherweise. Ja. Ich weiß auch nicht, was man mit dieser Fehde vorhat. Ich finde die Fehde nicht gut. Und ja, Titus O'Neil, Universal Champion, das kann er sich mal gleich getrost vergessen. Man hat schon beim ersten Split von Primetime Players gesehen, wie gut Titus O'Neil ist. Und was er für ein Potenzial hat. Also, Nehme ich gar keinen. gar keins, genau. Make Titus is great again. Kann man auch vergessen. Ja, die Promo. Ne, natürlich, ich finde es mal gut, dass er mal Mic-Zeit bekommen hat. Dass er sich mal ein bisschen was beweisen kann, aber. Ja, komm, er musste gleich 5 Minuten füllen. Ja gut, das stimmt auch wieder. Und die Promo war nicht gut. Nö. Das kann man auf jeden Fall so sagen. Er hat sich oft versprochen und alles in allem. Und so weiter. Also die Promo. Die Qualität von Titus O'Neil war nicht besonders gut. Und ja, Bob Backlund habe ich Respekt vor den, dass er so einen Bump noch nimmt mit 67 Jahren. Was
Ja. nicht selbstverständlich ist auf jeden Fall. Göttlich Bob Backlund. Göttlich Bob Backlund. Genau. Dafür habe ich Respekt, dass man in so einem Alter einen Bump nimmt, das ist nicht ganz normal, also nicht ganz selbstverständlich. Vielleicht macht er nochmal ein Match irgendwann mal. Man weiß es nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Nee. Er ist eine Legende und er soll sich nicht so kaputt machen. Und ja, wie gesagt, das Segment interessiert mich nicht ganz. Ich habe mir nur gedacht, okay, wann endet das, als ich es gesehen habe. Und ja, es ist geendet. Und die Fehde will ich nicht sehen. Ich denke mal, die wollen die meisten auch nicht sehen. Und ja, gehen wir direkt weiter. Stephanie McMahon hat kurz gesagt, dass, also hat kurz über das Lesnar-Orton-Match geredet und hat gesagt, dass Brock Lesnar die Linie überschritten hat, also Shane McMahon in F5 verpasst hat und es wird Konsequenzen geben. Lana kam raus, beziehungsweise war halt in der Promo vertreten und hat über den American Hero Rusev geredet und hat gesagt, Leute sollten aufstehen und für ihn singen oder für ihn aufstehen halt, nicht singen, nur für ihn aufstehen und Respekt zeigen halt und Rusev kam dann raus, hatte seine Rippen getaped, also hat er noch den Spear von gestern Abend gesellt. Und dann kam Enzo und Cass zu und haben ihre klassische Promo gehalten. Und Big Cass war dann gegen Rusev als nächstes an der Reihe und das Match war sehr lang. Es ging 8 Minuten mit fucking Big Cass und Rusev und das Finish war sowas von bescheuert, denn ja, Rusev wurde ein ums andere Mal quasi an den Rippen attackiert und hat die auch gut weitergesellt durchs Match, wurde gegen die Ringtreppe geschmissen zum Beispiel und hat dann einfach keinen Bock mehr gehabt und ist nach 8 Minuten einfach gegangen. Auf der einen Seite fand ich es gut, weil Big Cass kannst du klinisch Rusev besiegen lassen. Auf der anderen Seite war es halt totaler Bullshit, weil Rusev hat die Chance gehabt, noch Universal Champion zu werden und Doppel-Champion zu werden. Also es macht überhaupt keinen Sinn, dass er sich da verpisst. Eben. Das kann ich auf jeden Fall so zustimmen. Erstmal zur Sache mit Lesnar. Ja, Konsequenzen, das wird man sehen, was es ist. Wahrscheinlich erstmal ein paar Monate suspendiert und ja. Eben, damit er halt zum Rumble wiederkommen kann. Genau. Das wird nichts Krasses sein. Und dann später halt, ja, Big Cass, Big Cass halt gegen Rusev war für die 8 Minuten nicht schlecht, muss ich sagen, das Match. Nur halt das Ende fand ich auch nicht gut, weil, wie gesagt, warum lässt er sich auszählen? Weil er hat die Chance, Universal Champion zu werden. Und hat damit die Chance so quasi verteilt, was dämlich ist. Ja, genau. Egal, Match war da, die Crowd hat einen Scheiß auf das Match gegeben und so ging es mir auch. Dann hatten wir was Unterhaltsames, Jericho und Owens Backstage bei Tom Phillips. Jericho hat ihn Philippe genannt und Phil und Philippe mit FE und Jericho und Owens haben darüber geredet, was passiert, wenn beide ins Fatal-4-Way-Match halt quasi, ja, also wenn beide im Fatal-4-Way-Match gegenüberstehen quasi und Tom Phillips hat gesagt, es kann nur einen Sieger geben und Jericho hat gesagt, natürlich kann es nur einen Sieger geben, du stupid Idiot. Und Owens hat gesagt, er wird gewinnen und Jericho hat gesagt, er wird gewinnen. Dann haben sich beide ein bisschen angeschnauzt und dann hat Jericho gesagt, okay, ey, ich habe dir vorhin geholfen und Owens hat gesagt, ja, ich brauche aber deine Hilfe nicht und Jericho hat dann gesagt, okay, konzentrieren wir uns erst auf heute. Wir müssen uns erst ja beide qualifizieren, um überhaupt über solche Sachen zu reden, dass wir uns gegenseitig angreifen, etc. Und ja, Owens hat dann noch zu Tom Phillips gesagt, er sollte doch Jericho fragen, was er von ihm bekommt. Und das hat er dann gemacht und Jericho sagt dann nur it. Also, he's gonna get it. Sehr, sehr geile Promo. Watch what? It. Okay. Ja, war natürlich sehr, sehr unterhaltsam, sehr, sehr unterhaltsame Promo, aber das ist halt Jerry KO. Das ist einfach ein unterhaltsames Team. Gerade Kevin Owens. Now, Jericho. Ja, Jericho auch. Das stimmt. Aber gerade Kevin Owens gestern mit seiner Einlage mit Enzo Amore. Ja, genau. Das war sehr, sehr schön. Gut, Charlotte und Dana Brooke kamen heraus. Natürlich die neu gekrönte, okay, die neu schrägstrich alt gekrönte Women's Championess. Zum zweiten Mal die erste zweifache WWE Women's Championess. Und Freut mich so. ja. Freut mich auch. Die Crowd war tot und Dana Brooke hat versucht, dass die Crowd You Deserve It chanten, aber es hat nicht geklappt, weil der Crowd scheißegal war. Und
Ja, gut. Charlotte hat halt ihre Heel-Promo gehalten und gesagt, sie ist endlich wieder die Queen und hat wieder ihren Thron bestiegen. Und dann kam Mick Foley raus und hat gesagt, es gibt ein Rematch. Also Sasha Banks hat noch, wenn sie zurückkehrt, ein Rematch auf den Titel. Und bis dahin habe ich aber jemand anderes. Ich habe den Hottest Free Agent gesigned und dachte, ist okay, Heath Slater kommt jetzt. Oder Shinsuke Nakamura. Das wäre geil. Shinsuke Ja, um den Nakamura Women's gegen Title. Charlotte. Und den Geil. Women's Title. Ja, und dann kam Bayley. Die Crowd ist gemarkt. Die hat wahrscheinlich den größten Pop am Abend gekriegt. Zu Recht. Sie hat auf dem Weg zum Ring erstmal ihre Sachen verteilt, hat einen Kerl gehackt und hat Mick Foley dann im Match gehackt, hat also im Match, in der Promo. Sie hat dann noch die G-Pop-Line von Mick Foley rausgelassen, right here in Brooklyn, New York. Und Charlotte hat gesagt, ja, dass Bayley immer die schlechteste der Four Horsewomen war und dass es schon einen Grund hat, dass sie so lange bei NXT war und nicht im Main Roster an der Revolution teilgenommen hat. Und Charlotte ist hier die Championess und Bayley muss sich hinten anstellen, etc., etc. Und Bayley wollte dann das Match haben und Charlotte hat gesagt, ja, ich bin leider nicht in Ringgear, sondern meine Freundin Dana Brooke ist es und deshalb trittst du jetzt gegen sie an. Und Mick Foley hat gesagt, das ist eine tolle Idee und das Match haben wir jetzt. Ja, natürlich einerseits natürlich schön, dass Bayley jetzt im Main Roster debütiert ist. Anscheinend wirklich vor einem Jahr hat sie ihren Titel gewonnen, so wie ich das verstanden habe. Und jetzt quasi ist sie bei NXT ja quasi abgetreten und kommt jetzt zum Main Roster. Interessant fand ich Charlotte, dass sie sich mit einer Tennis, dass sie sagt, dass sie besser als eine Tennisspielerin ist. Mit Serena Williams, denk mal, manche kennen die, ist ja Nummer 1 Tennisspielerin. Vielleicht. Was daran so besonders? Was denn? Ja, warum ist es so besonders? Das ist doch okay, dass es sagt. Stephen hat doch auch gesagt, dass er besser wäre als Michael Phelps oder wie der Typ heißt. Ja, aber nee, ich dachte so, nee, mich hat nur gewundert, dass man die erwähnt hat überhaupt. Also das fand ich ein bisschen überraschend für mich. Fand ich jetzt gar nicht. Hat ja Aber nichts, absolut nichts mit der WWE zu tun, deshalb. nee, deswegen. Also es hat mich halt nur gewundert, aber egal. Auf jeden Fall, ja, Serena ist Nummer 1 Tennisspielerin. Vielleicht überholt Angelique Kebberdy mal, aber das hat sie ja letzte Woche nicht ganz hingekriegt. Aber vielleicht bei den US Open. Mal sehen, nur so viel dazu, kurzer Kommentar. Aber ja, man merkt aber schon, dass Charlotte auf jeden Fall guter Mike ist. Ja, dass sie nochmal Women's Champion geworden ist. Ich denke mal, meine Meinung kennt man ja. Dass ich mich da sehr gefreut habe, dass sie den Titel wieder gewonnen hat. Ja, super. Ja, dass Bayley gekommen ist, hat mich natürlich sehr gefreut. Hagar Section war da. Und ja, hat quasi ihren Charakter gespielt, ein bisschen mit ihrer, ja, Freude und, ja, den Umarmungen. Das passt natürlich zu Bayley und ja, war alles eine schöne Promo. Also, Charlotte hat eine gute Mic-Work-Arbeit gemacht und Bayley, die ist einfach super. Genau. Ja, Match war da, ging 4,5 Minuten. Bayley hat nach dem Bayley to Bayley gewonnen so rum und ja, die Crowd war im Match aber tot. Ja, also ein paar Mal hat man Bayley Chance gehört, aber viel war jetzt nicht vom Match zu erwarten, kann man sagen. Es war halt ein Showcase für Bayley, quasi ihr erstes offizielles Main-Roster-Match. Und ja, das hat sie gewonnen, was sehr schön ist. Und man kann so viel sagen, dass bald eventuell ein Titelmatch zwischen Bayley und Charlotte kommen wird. Ja, ich denke mal schon bei der nächsten Großveranstaltung, Clash of the Champions. Richtig. Und dann wird ja auch um den Dreh wahrscheinlich wieder Sasha Banks am Start sein. Das kann auch sein. Ich bin mal gespannt, wie es mit Sasha Banks aussieht. Anscheinend soll sie nicht operiert werden. Man muss halt sehen, wie lange sie hat ungefähr ausfällt. Also man vermutet einen Monat. Ja. Mal sehen. Hoffen wir mal, dass sie bald zurückkommt. Sie wird auf jeden Fall keine Operation brauchen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Reigns hat ein Interview, beziehungsweise hat zwei Sätze gesagt, hat gesagt, er wird Jerichos Maul stopfen und entweder macht er das mit seinem hässlichen Schal oder mit seiner Faust. Man hat angekündigt, dass das Cruiserweight-Turnier, oder beziehungsweise dass die Cruiserweights offiziell ab dem 19. September starten werden bei Raw. Angekündigt sind Brian Kendrick, TJP, wer war noch Rich angekündigt? Swan Rich Swann, genau. und Norm da.
Und Noam da, genau. Da haben wir schon die ersten Signings gleich. TJP ist jetzt also signed. Noam da ist signed. Rich Swann war ja schon länger da und Brian Kendrick war eigentlich auch in gewisser Weise klar. Dazu werden wohl noch laut Gerüchten Jack Gallagher zum Beispiel stoßen. Oder auch bestimmten Akira Tozawa oder sowas. Aber ja, die ersten vier Namen also schon angekündigt. Dazu werden dann auch noch Leute kommen wie Sin Cara oder Neville. Und Kein ja, Kalisto. kein Kalisto, weil die WWE dumm ist. Und ja, 19. September, also quasi die erste Raw nach dem, glaube ich, Finale vom Cruiserweight Classic Ja, sogar. und die Go Home Raw for Clash of the Champions. Gut, ja. Was ich auf jeden Ja. Fall cool finde, also ich freue mich auf die Cruiserweight Division, kann man ja so sagen. Ich bin mal gespannt, wie man das aufzieht. Das ist halt die Frage. Also mich interessiert schon, wie man das aufzieht, wie man es auch macht und wer alles dabei ist. Also die vier Namen hören sich auf jeden Fall nicht schlecht an, sind ja vier alles Super Wrestler. Ich hoffe natürlich immer noch auf Leute wie Kota Ibushi, Zack Sabre Jr. und so weiter und so fort. Aber die Wahrscheinlichkeit ist gering. Aber man wird sehen. Wahrscheinlich wird man in den nächsten Wochen vielleicht weitere Leute ankündigen, die halt dabei sind. Und ja, ich bin mal gespannt, wie die Cruiserweight Division wird. Absolut. Sheamus hat ein kleines Interview und hat ein bisschen darüber geredet, wie er gestern halt das erste Match der Best of Seven Series gewonnen hat. Und Match 2 gibt es nächste Woche. Und Sheamus sagt, Cesaro ist der Suicide Squad der WWE, denn er kann dem Hype, er ist dem Hype nicht gerecht. Und anders da als wie das New York Sports Team will er zeigen, dass er ein Sieger ist. Und dann hat noch Byron Saxton den Gegner von Braun Strowman interviewt, Johnny Knockout. Er hat ihn gefragt, warum er in dem Match steht und Johnny Knockout hat gesagt, er mag große, schwitzige, behaarte Männer. Was auf jeden Fall eine merkwürdige Begründung ist. Und ich habe das Match ab diesem Zeitpunkt geskippt. Ja gut, skippen konnte ich jetzt nicht. Ich hab's gesehen. Ja, ich habe hier nur 2 Minuten geskippt. Jo, ich hab's gesehen. Dachte mir nur so, super beeindruckend. Ja, Jobber-Match. Jobber-Match. Wie gesagt, man zieht es weiter durch. Ich habe ja schon meine Meinung dazu gesagt, ich fand's nicht gut. Kein Bock drauf gewesen. Gehen wir direkt zu einem weiteren. Oder zum nächsten schönen Zum Segment. großen Segment, was angekündigt wurde vorhin schon. Die Dudley Boys kamen heraus und haben halt auch gesagt, haben ein bisschen halt über ihre Karriere geredet, dass es alles bei der ECW angefangen hat und haben auch ECW-Chance kassiert, haben über ihre großartigen Matches geredet, wie das TLC-Match gegen Edge und Christian und die Hardys, die haben sie erwähnt, wo es erstmal Delete-Chance gab, absolut göttlich. Und sie haben, und Devon hat dann noch gesagt, die WWE sei immer ihr Zuhause und Devon hat dann noch sein finales Testify gesagt und beide haben sich für alle für alles bedankt etc. Und dann kamen die Shining Stars heraus. Natürlich kamen die Shining Stars heraus und sie haben Devon und Bubba Ray gratuliert und haben ihnen ein Ticket nach Puerto Rico gegeben, dass sie da einen wunderschönen Urlaub haben können. Und Devon und Bubba haben dann die beiden attackiert, wollten denen Freedy durch den Tisch verpassen, aber dann kamen Anderson und Gallows hinzu und haben beide attackiert und dann gab es noch einen Magic Killer außerhalb des Rings gegen Devon und einen Magic Killer durch den Tisch für Bubba Ray. Und ja, damit haben die zwei dann gefeiert. Und die Dudleys sind offiziell Geschichte. Ja, man hat hier in dem Fall den Club da stark darstellen lassen, was man davor nicht gemacht hat. Und ja, die Dudley ist erstmal eine emotionale Promo gehalten, was ich schön fand. Also ist natürlich schade, dass sie jetzt gehen, aber naja. Ist halt leider so. Schön, dass sie auch das Match ge genannt haben, das von WrestleMania 17, was man sich auf jeden Fall anschauen sollte, weil es eines der besten Matches der WWE ist in der Geschichte. Wenn nicht sogar das beste TLC-Match. Ja, Was das man. kann sein. Ja, das kann sein. Und von daher, ich habe auf dem Match habe ich 5 Sterne gegeben. War geil. Und ja, war natürlich schade. Man hat den Abschied ja erstmal schön gemacht. Dann dachte ich erstmal so, Shining Stars kommen raus. Irgendwie so, was soll das denn jetzt? Ja, Beatdown. Ich dachte mir so, okay, schön, nochmal get the tables, ein 3D durch den Tisch. Und dann verabschieden sich damit, aber. Letztlich kam der Club, was ziemlich unerwartet war. Ja, 50-50 Booking halt mal wieder.
Club verliert in der Show clean gegen die Champions und jetzt machen sie die Dudleys platt und naja, ich denke mal, die werden weiter im Titelrennen sein, was bescheuert ist, aber also was, wo ich prinzipiell nichts gegen habe, also die sollten die Titel holen, aber die werden halt einfach beschissen gebuckt und ja, die Dudleys sind jetzt weg, was sehr, sehr schade ist, aber die WWE hat die beiden auch wie Dreck behandelt, die haben absolut nichts gerissen. Die waren eher in der Pre-Show als bei einem Pay-Per-View selber oder die waren einfach gar nicht da. Und ja, einfach sehr, sehr schade. Ja, wenn man so überlegt, letztes Jahr sind sie ja zurückgekommen, haben In Brooklyn. in Brooklyn, genau, haben, ja, haben mich erstmal gedacht, geil, wenn vielleicht den 10. Tag Team Titel holen, weil ich den auf jeden Fall gegönnt hätte. Haben es ja nicht geschafft, weil New Day weiterhin die Titel verteidigt hat. Auch manchmal merkwürdige Art und Weise, wenn man so die Matches betrachtet. Und dann halt hat, ja. Barbara Ray und Devon ja den Heel-Turn vollzogen, haben teilweise Fäden gehabt, die sie verloren haben. Haben in der WrestleMania 32 Kickoff-Show gestanden, in einem SummerSlam Kickoff-Match und so weiter. Also das Jahr war nicht so geil für die Dudleys. Ja, sie haben nichts gerissen. Also, ich weiß nicht, ob sie irgendein Pay-Per-View-Match mal gewonnen haben. Aber ist mir auch ehrlich Naja, gesagt gut, ich scheißegal. glaube, die Q vielleicht. Die Q Ja, mit gut, den aber das Tag Team ist für Titeln. mich kein Sieg. Nö. Ne, also. Gut. Na gut, kein bedeutsamer Sieg, kann man ja sagen. Sieg ist es ja schon, aber kein, wo man sagen kann, okay, auf den Sieg kann man aufbauen. Die WWE wollte die beiden ja repackagen, beziehungsweise Bully Ray wiederbringen, würde ich sagen, hat man ja hingearbeitet, aber die Dudleys hatten wohl keinen Bock drauf auf einen neuen Vertrag oder so und deshalb haben sich beide dazu entschieden, die WWE zu verlassen, was absolut okay ist, kann man verstehen. Welcome to TNA. Gut. Okay. Auf jeden Fall schade natürlich für die beiden. Ja. War ein ingeweiser schöner Abschied. In dem Sinne, eins der besten Tag Teams aller Zeiten. Und ja. Testify. Dudley Boys. Dann kam der Main Event, das finale Match, um herauszufinden, wer im Fatal 4-Way-Match stehen wird. Roman Reigns gegen Chris Jericho. Match war gut. Fand ich echt stark. Der Main Event war wahrscheinlich sogar das Match of the Night. Und ja, war gut. Match of the Night würde ich das nicht bezeichnen, da würde ich sogar Sami Zayn gegen Seth Rollins sagen. Das war für mich besser. Aber wie du schon gesagt hast, das Match war nicht schlecht auf jeden Fall. Kevin Owens kam ja während dem Match auch noch dazu, kann man ja noch sagen. Und war auch das längste Match am Abend. Und man hat hier herausgefunden, wer letztendlich sich qualifiziert. Und letztendlich war es Roman Reigns, Rhea Spear. Natürlich war es Roman Reigns. Lustig natürlich, dass Chris, nee, dass Roman Reigns aus einem Codebreaker auskicken konnte, aber Chris Jericho nicht aus einem Spear. Ja, genau. Gotta look him make strong. Ja, genau. Damit haben wir dann nächste Woche Jericho, Quatsch, Reigns gegen Owens gegen Cass gegen Rollins und der Gewinner wird Champion und ja, wer es auf jeden Fall nicht wird, ist klar. Das ist Big Cass. Und bei den anderen dreien wird man mal gucken. Die offensichtlichste Wahl wird wahrscheinlich Seth Rollins sein. Ja. Und ja. Also, ich muss da ganz ehrlich sagen, die Ansetzung, also letztendlich, wie man es gemacht hat, war ja nicht schlecht. Also, man hat natürlich dann Sinn gegeben, warum es diese Matches gibt. Ich habe vielleicht gedacht, komm, die hauen jetzt ein paar Matches raus, ne? Und dann wählen sie einfach drei Leute aus, die Number One Contender werden und dann, ja, war es das so, so wie bei Fastlane es gemacht hat, wo zum Beispiel Brock Lesnar drin war, obwohl er kein Match bestritten hat. Ja, Was das ist auch ziemlich. total wieder unlogisch, dass der kein Match hat. Ja, aber er wird ja anscheinend Konsequenzen kriegen, der gute Brock Lesnar. Weil er den GM vom anderen Brand attackiert hat. Alles klar, das ist auf jeden Fall. Das macht sehr viel Sinn. Ja, das macht auf jeden Fall sehr viel Sinn. Ja, WWE. Das ist die WWE auf jeden Fall. Ja, ich hoffe natürlich auf Kevin Owens oder Seth Rollins. Am meisten auf Kevin Owens. Ich glaube sogar, man bringt Kevin Owens. Also ich würde es mir wünschen, ich glaube sogar irgendwie dran. Weil Reigns glaube ich nicht.
Wie Nee, der ist gesagt, ja. ich glaube, die WWE wird den noch einen Ticken schmoren lassen und die WWE ist, glaube ich, auch nicht mehr so heiß auf den und der wird jetzt erstmal noch ein bisschen sein Programm gegen Rusev haben. Also ich denke, Rusev wird nächste Woche Reigns rauscrewen. Und dann werden es halt Rollins und Owens unter sich ausmachen. Cass kannst du vergessen, der wird bestimmt nicht Champion. Nee, hoffentlich nicht. Wie gesagt, das Simpelste wäre Rollins, aber da braucht man dann trotzdem wieder einen Number One Contender. Und deshalb würde ich fast sogar auf Kevin Owens tippen, weil wenn du Kevin Owens gewinnen lässt, hast du prinzipiell schon locker den Number One Contender. Das ist halt Seth Rollins. Und ja, also ich würde mir Kevin Owens wünschen. Und da kann man auch noch, wenn man will, Chris Jericho einmischen, dass sie sich dann splitten. Und dass es dann Jericho gegen Owens oder so gibt, kann man auch machen. Oder Jericho gegen Owens gegen Seth Rollins oder sowas. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Aber ich denke mal, es werden Owens und Rollins unter sich ausmachen, den Sieg. Ja, und dann split Owens den Titel, dann hat die Hälfte Owens den Titel und die Hälfte Jericho, wie damals bei Lay Cool. Nee, aber Ist schön. das ist ja schön, genau. Auf jeden Fall, ja, Kevin Owens ist hoffentlich der Sieger. Wenn es Roman Reigns wird, dann denke ich mir nur so, Welcome back WWE, danke Finn Bálor. Der gewinnt nicht. Nee, ich hoffe es auch nicht. Ich hoffe, dass Rusev eingreift und dann passt das schon, weil das wird Sinn ergeben, weil man kann nicht einfach so die Fehde jetzt abschließen. Gut, Also. dann passt, dann wird Roman Reigns Champion, weil du hast gesagt, es wird Sinn ergeben und dann Ey. passiert genau das Gegenteil. Stimmt eigentlich. Es ergibt immer, Also also. gewinnt Big Cass. Ja, Big Cass gewinnt. Big Cass gewinnt. Das wird auf jeden Fall am meisten Sinn ergeben, wenn er gewinnt. Geil. Geil einfach. Geil. 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 Naja, das war Raw. Ja. War insgesamt eine solide Show. Ich fand sie wahrscheinlich vielleicht ein Ticken stärker als die letzten Wochen. Das kann ich jetzt aus dem Kopf nicht genau sagen, weil ich die letzten Wochen nicht mehr genau im Kopf habe. Ich glaube, letzte Woche fand ich sogar ganz ordentlich mit Demon King. Ich schaue mir doch gerade mal auf Cage Match. Kannst ja momentan dein Fazit abgeben, da gucke Ja, ich jetzt. mein Fazit ist auf jeden Fall, dass die Raw für mich besser waren als die letzten beiden Wochen und Raw diesmal eine Chance hat, SmackDown mal zu schlagen in den Ratings, beziehungsweise im Duell, weil es aktuell 3 zu 1 für SmackDown steht. Und ja, mal sehen, wie heute Abend SmackDown live wird. Ja, guck ich mir zumindest wieder live an, mal sehen, ob es sich lohnt, live zu gucken. Bisher habe ich ja jedes SmackDown live geguckt, außer vom Draft. Mal sehen, wie es wird. Und ja, Raw war durchaus gut. Würde ich, glaube ich, sogar 7,5 von 10 geben. War eine gute Raw, letztendlich war nicht schlecht. Und ich bin mal gespannt, wer nächste Woche Universal Champion ist. Hoffentlich Kevin Owens, Seth Rollins wäre so meine zweite Option. Roman Reigns und Big Cass wären so Leute, wo ich sagen würde, nee, lieber nicht. Ja, ich habe der diese Woche auch 6 Punkte gegeben, wie den der letzten Wochen auch. Also der letzten Woche habe ich 5 Punkte gegeben und davor vor 3 Wochen und vor 4 Wochen, die haben auch beide 6 Punkte gekriegt. Und vor 5 Wochen war ja diese Show, die mega geil war, die mit Baylors Debüt und so weiter und so fort. Ja, das kann man nicht stoppen. Eben. Und ja, ich denke, SmackDown wird diese Woche ein sehr, sehr ähnliches Niveau haben zu Raw, weil Raw hat die ganze Zeit immer nur verkackt, wenn sie halt wirklich eine schlechte Show hatten. Weil SmackDown hatte bis jetzt eigentlich die ganze Zeit durchgehend nur solide Shows. Aber Raw hat sich halt immer wieder das Bein gestellt mit ihren 3 Stunden. Und Eben. deshalb wird es, denke ich, diese Woche wieder eine solide SmackDown-Show geben, sodass es dann diese Woche wohl ein Unentschieden geben wird. Ja. Randy Orton wird vermutlich nicht da sein, denke ich mal, nachdem er getötet wurde. John Cena wird da sein, wird eine kleine Abschiedspromo halten. Und man wird die ersten Steine für Seth Rollins, für AJ Styles und Dean Ambrose legen. Hoffentlich. Oh, ich sehe schon, komm, Randy Orton hält eine Promo und Bray Wyatt unterbricht ihn. Oh, das ist schon mein Dream-Szenario für heute Abend. Habe schon gedacht, dass Bray Wyatt beim Im Match SummerSlam ein. kommt. Boah, das wäre so hässlich gewesen. Anstatt Goldberg kommt dann Bray Wyatt. Oder Goldberg kommt und dann kommt noch Bray Wyatt dazu. Boah, das wäre Dream-Szenario. Goldberg und Bray Wyatt. Also, Geil. Dream Match für WrestleMania 33 Main Event. Und nein, ich will Goldberg gegen Brock Lesnar nicht sehen. Da kann man lieber andere Sachen machen. Goldberg gegen Kevin Owens, Goldberg gegen Shinsuke Nakamura. Quatsch, Goldberg gegen Ryback. ja. Brock Lesnar gegen Kevin Owens, Brock Lesnar gegen Shinsuke Nakamura. Brock Das kann man. Lesnar gegen Cesaro. Brock Lesnar gegen Roman Reigns. Was? Hab ich was John gesagt? Cena. Ja, jetzt habe ich sie dazu. Ja, John Cena. Brock Genau. Lesnar gegen Kevin Nash. Brock Lesnar gegen JBL. Brock Lesnar gegen Michael Cole. Brock Lesnar gegen Corey Graves.
Ja, die Dream Matches mit Brock Lesnar sind endlos. Ja. Und ja, dann lassen wir mal den Bullshit. Genau. Und ja, Würde ich mal war Raw. sagen, beenden wir die Raw. Wir hören uns dann bei der nächsten Ausgabe. Die wird SmackDown Live sein. Also die SmackDown Live Review. Heute mal die Raw Review, die relativ früh kommt. Also man sieht schon, 17 Uhr haben wir jetzt. Das ist auf jeden Fall nicht normal unsere Uhrzeit für die Reviews. Zumindest von Nee, Raw. die Normaluhrzeit von unseren Reviews ist eigentlich immer so 8 Uhr aufwärts. Ja, oder am nächsten Tag. Oder am nächsten Tag. Aber nee, meistens schaffen wir es ja am selben Tag. Was auf jeden Fall gut ist. Und die nächsten Tage werden ja auch noch weiter mit Reviews gepackt sein. Ja, wenn alles klappt, kommt morgen SmackDown, am Donnerstag wieder NXT. Sogar das Cruiserweight Classic, oder? Ist doch die letzte Ja. Show. Stimmt, ja. Und am Freitag vielleicht Cruiserweight Classic. Genau, in 2 Wochen oder so ist dann auch schon wieder Backlash. In 2 Wochen? Yeah, 3 Wochen. 3 Wochen, okay, 3 Wochen sogar. Aber auf jeden Fall wieder, dauert halt noch einen Moment, aber dann, ja. Es wird eine knackige Zukunft in der WWE mit sehr, sehr vielen Shows. Ganz besonders, wenn dann monatlich immer 2 Pay-Per-Views sind. Das wird dann ganz schön ekelhaft. Vollgepackt mit Previews und Reviews und Raw und SmackDown und NXT und bla und Cruiserweight Classic und boah. Freut Mein euch Gott. einfach drauf, das wird super. Genau. Und anstrengend für uns. Das stimmt, aber das macht man ja auch irgendwo ja gerne. Ja. Würde ich mal sagen. Und ja, da würde ich sagen, verabschieden wir uns und sagen dann bis zur nächsten Ausgabe. Haut rein und ciao! Ciao.